Nee, das fünfte schon. Eins nur noch. Geil. Boah, ich freue mich schon richtig auf Altairs Rüstung. Und 1500 Florilier auch noch. Florie, meine ich. Jawohl, geheiligt werde dein Name. Sehr schön, wir haben es geschafft. War nur sehr, sehr zäh. Nur ist gut. Zum Glück hat das Spiel nicht viele zähe Stellen, ganz wenige. Ein paar Missionen und halt dieses Grab. Mittlerweile ist es Nacht geworden. Boah, diese atmosphärische Musik, ich liebe es einfach nur. Okay, jetzt geht's aber auf zur Mission. Ich weiß gar nicht, was jetzt auf uns zukommt. Ich bin gespannt. Wie gesagt, das ist extrem lange her, wo ich das gespielt habe. Ach, Scheiße. Was? Irgendwer hat doch das Geld rausgenommen, oder? Ah, nee, Blödsinn. Da zeigt mir nur an, dass überhaupt was reingekommen ist. Alles klar. Ich dachte schon. Eigentlich brauchen wir ja nicht so dringend das Geld. Guck doch mal das an. Wir haben 32.826 schon wieder. Also so dringend brauchen wir keinen Cash, ganz ehrlich. Wo ist Emilio? Ich sagte ihm, er soll kommen. Habt ihr es ihm gesagt? Persönlich? Ja, ich höchstpersönlich. Ich fürchte, dass ihr mir nicht traut. Ich fürchte auch. Vielleicht kommt er mit den anderen. Gehen wir ein Stück. Was war das denn für ein Dialog? Ich fürchte, dass er mir nicht traut. Ich fürchte auch. Was? Also, wie geht's im Palast voran? Offen gesagt, schwer. Moschiniko hält seinen Kreis geschlossen. Ich habe versucht, die Basis zu legen, machte Vorschläge. Aber er hört auf andere Stimmen. Dann müsst ihr härter arbeiten. Gelangt in seinen inneren Kreis. Sieh, das weiß ich. Aber es ist schwerer als erwartet. Und wie kommt das, Carlo? Ich weiß nicht. Es ist... Der Doge mag mich nicht. Warum das wohl? Es ist nicht mein Fehler. Ich versuche ihm zu gefallen. Lerne, wonach es ihm verlangt und besorge es ihm. Die feinsten Konfitüren aus den Obstgärten Sardiniens. Die neueste Mode. Ja, das nennt man wohl einen Sykophanten. Einen was? Wie habt ihr mich genannt? Einen Schleimer, Schmeichler, Speichellecker. Muss ich fortfahren? Ihr wisst ja nicht, wie das ist. Ihr versteht nicht, unter welchem Druck ich stehe. Oh, ich verstehe nicht, was Druck ist. Das klang zweideutig. Nein, ihr habt keine Ahnung. Ihr seid Regierungsbeamter. Ich bin nur zwei Schritte vom Duschen entfernt. Ich bin bei ihm Tag und Nacht. Ihr wünscht, ihr wärt dort, wo ich bin. Seid ihr fertig? Nein, und lasst mich ausreden. Ich schaff's. Wir können den Doge für unsere Sache gewinnen. Ich bin sicher. Ich brauche nur mehr Zeit. Zeit ist wahrlich nichts, was wir im Überfluss haben. Habt ihr das gesehen, Freunde? Vorhin der mit der Kiste, wie unlogisch der einfach nur durch die Masse geht. Wie kann man nur mit einer Kiste in der Hand so durch die Masse gehen? Die KI ist manchmal echt ein bisschen irre. Übelst unlogisch einfach nur. Geht weiter. Ist es noch weit? Seid doch nicht so weibisch. Wer beschimpft hier eigentlich wen? Ich glaube, der in Rot, ne, beschimpft den anderen. Das konnte die zwei jetzt im Gespräch voll nicht auseinanderhalten, wer jetzt wem so beleidigt. Ich glaube eher der in Rot den anderen. Doch, doch. Der macht mir eher den Eindruck von einem Schäfer oder so. Meine Schöne! Komm, Küsschen! Küsschen! Guten Morgen, Vetter. Signor Carlo? Wir dachten, Emilio sei bei dir. Emilio ist tot. Was? Wie? Der Assassine. Derselbe, der schon die Pazzi heimsuchte. Er ist hier in Venedig. So ist es. Silvio, wusstest du es nicht? Er könnte hier sein.
Er könnte hier sein und wir würden es nicht mal merken. Er erwischte Emilio in seinem eigenen Palazzo. Und nun? Was wird aus dem Plan? Wir haben keine Zeit mehr für Subtilitäten, meine Brüder. Wir müssen jetzt handeln. Aber Marco, ich bin so nah. Nur ein paar Tage, wenn ich... Nein, es passiert diese Woche. Bleiben wir in Bewegung. Und was hat der Spanier zu dieser Planänderung zu sagen? Boah, ist der hässlich, der mit dem weißen Bart. Der ist ja richtig hässlich. Muss man echt mal sagen. Aus Rom? So sagt man. Gut, dann hat er sich vielleicht entschieden. Wofür entschieden, Vetter? Wir haben uns hier die Hobe des Dogen überstreift. Ich mach das irgendwie, weiß ich nicht, die ganze Zeit schon, ich weiß, aber... Ich wusste nicht, dass das... Ich hab gern, dass die Wachen nicht im Weg stehen. Ach, die hätte ich dahin schicken müssen. Boah, jetzt könnte ich mich gerade selbst verprügeln. Das war jetzt übler Epic Fail. Das war jetzt ein übler Epic Fail. Scheiße. Du verfickter Musiker, piss dich. Hau ab. Die sind so ätzend und nervig. Scheiße, Freunde, das war übel. Bitte, das ist doch nicht nötig. Es ist doch nicht eure Entscheidung. Soweit wir wissen, wählt ihr womöglich gar keinen Barbarico. Und warum? Scheiße. Ich habe die ganze Drecksarbeit verrichtet. Basta, wir warten seine Ankunft ab. Oh ja, komm schon. Das ist echt nicht optimal gelaufen, aber... Senor, wir sollten schneller gehen. Ich fühle mich beobachtet. Oh, habe ich das noch gut gemacht, Freunde? Schnell hier raus und jetzt schnell nach unten gucken. Ja, ich sehe den noch. Wir folgen in deinem Tempo. Oh yeah, Freunde, ich habe die Mission noch halbwegs gerettet. Wenn auch umständlich. Wie viel habt ihr ihm bezahlt? Vielleicht nicht so viel, wie er verdienen würde. Er hat mir zweimal das Leben gerettet. Aber er ist nicht der Gesprächigste. Schluss mit dem läppischen Geschwätz! Die Wahl des Dogen obliegt keinem von euch. Und ihr seid nicht befugt, Pläne zu schmieden. Vergebt uns, Maestro. Wir dienen wirklich nur euch. So ist der Plan. Doge Mocenico stirbt heute Nacht. Und wenn die Tat vollbracht ist, nimmt Marco seinen Platz ein. Meinen untertänigsten Dank, Maestro. Gut. Messer Grimaldi. Ihr steht Mocenico am nächsten. Eure Arbeit ist die wichtigste. Dient uns gut. Und es wird nicht vergessen. Kommt mit mir. Ich will kein Blut vergießen, versteht ihr? Okay. Es muss aussehen, als wäre er selig entschlafen. Natürlich. Maestro. Wann seid ihr ihm am nächsten? Alter. Wieder nicht die Reichweite, ich den anzuvisieren. Zugang zum Palast. Ihm mag nicht interessieren, was ich sage, aber er vertraut mir mittlerweile wie einem der Seinen. Bravo. Dann möchte ich, dass ihr in die Küche schleicht und sein Essen vergiftet. So sei es. Marco, könnt ihr uns kurzfristig ein passendes Gift besorgen? Fragt lieber meinen Vetter. Das ist für wahr eher sein Fachgebiet. Ah, Silvio. Zu euren Diensten, Maestro. Was könnt ihr zur Erledigung beitragen? Ich muss mich mit meinen Leuten auf der Straße beraten, aber vielleicht kann ich etwas Cantarella auftreiben. Ja, und was ist das? Die wirksamste Form des Arsens und sehr schwer nachzuweisen. Okay, über die Dächer klappt das ganz gut. Dann ist es entschieden. Soweit zumindest. Ich hoffe, das bleibt so. Boah, schaffe ich den Sprung? Sollte sich ausgehen. Ja, sehr schön.
Ich möchte die Mission einfach nicht failen. Ich glaube, die bleiben jetzt hier gleich irgendwo stehen, soweit ich mich erinnern kann. Oh yeah. Vergebt mir, Maestro, aber ist das nicht vielleicht etwas gefährlich für euch? Euch so persönlich mit den Details unseres Plans zu befassen? Ich halte es für angebracht, mich direkt zu involvieren. Die Pazzi enttäuschten uns in Florenz. Ich bete, dass ihr nicht dasselbe tut. Seid ganz unbesorgt. Die Pazzi waren ein Haufen unfähiger... Die Pazzi waren eine mächtige und ehrbare Familie, zerschmettert von einem jungen Assassinen. Unterschätzt mir diesen lästigen Gegner nicht, der nun eure Stadt heimsucht. Oder dasselbe Schicksal ereilt auch die Barbarigo. Bitte erledigt das prompt. Gut, ich muss zurück nach Rom. Die Zeit läuft uns davon. Enttäuscht uns nicht. Ich bin ein Idiot. Ich hätte sie im Auge behalten sollen. Jetzt muss ich zu Antonio, falls es noch Hoffnung gibt, meinen Fehler wieder gut zu machen. Okay. Die Barbarigo-Familie wird also als nächstes daran glauben. Oh yeah. Weil die ganzen... De Pazzi haben wir ja schon getötet. Die sind alle tot. Ich glaube, die bestanden ja auch nur als... Sohn und Vater. Und die haben wir beide umgebracht. Das waren beide die extrem unsympathischen Menschen. Und die Barbarigo sind da auch nicht gerade viel besser. Aber die werden auch alle noch darauf gehen, Freunde. Ich finde die Namen aber sehr cool. Hast du den Verstand verloren? Ich habe 4 ungelöste Morde und 2 Einbrüche. So, auf zur nächsten Mission. Aber ich weiß zwar nicht, was ich weiß nicht genau, was der Ezio eigentlich gemeint hat, weil ja eigentlich haben wir die relativ lang verfolgt und konnten alles mit anhören. War doch gut. Besser als gar nichts. Boah, ich schaff echt nicht, einen geraden Sprung zu machen. Keine Ahnung warum. Das gibt's doch nicht. Ich schwimm da Stück da. La la la. Ein Bart muss auch mal sein. Definitiv. Den ganzen Dreck und alles abwaschen. Das ganze Blut von den Opfern, die wir getötet haben. So, irgendwo hier könnte ich dann gleich wieder hoch, glaube ich. Oh, guck mal, ein paar Wachen auch unterwegs mit dem Boot. So, da vorne können wir wieder hoch und dann passt das schon. Jawohl, ja. Oh, eins zu weit. So, der Palast ist ja jetzt unser Gebiet, Freunde. Das haben wir ja erobert. Was gar nicht mehr so schwer war. War aber auch mit Glück verbunden. Guten Tag.